Rick Grimes und Michonne sind endlich zurück. Die erste Episode von The One to Live ist endlich rausgekommen und meine Güte, was war das für eine Entry-Episode. Alles zu der Folge, was passiert in der nächsten Episode, natürlich wie immer nach dem Intro. Willkommen meine lieben Freunde, es geht heute um die erste Folge vom neuesten Spin-Off von The Walking Dead, The One to Live, mit unseren beiden Hauptleuten, natürlich Rick Grimes und auch Michonne. Und absoluter Hammer, ich bin sowas von überzeugt von dieser Episode, wirklich super stark. Ich habe wirklich ein krasses Gefühl dabei gehabt, allein schon am Anfang, ich war sofort drin. Es war ein sensationales Gefühl. Und ich bin wirklich so froh, diese beiden endlich wieder zu sehen. Allein diese erste Szene, in der man Rick Grimes wieder sieht, es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen umgehauen. Ich muss wirklich sagen, es war ein merkwürdiger Moment, ihn nach so vielen Jahren in dieser Rolle wieder zu sehen und ihn begrüßen zu können. Es war einfach so ein positiver Moment. Es war so ein schöner Moment, das einfach zu sehen und ich habe mich wirklich gefreut. Er war auch wirklich wieder perfekt in dieser Rolle. Absolut genial. Und gleich am Anfang, es wurde ja auch schon ein bisschen rumgemunkelt, es gab schon Theorien, er hat tatsächlich seine Hand verloren. Das war so schnell am Anfang. Ich konnte ja gar nicht so schnell reagieren, wie schnell das alles war. Und ja, also wirklich genial. Absolut genial. Dem Comic-mäßigen getreu geblieben. Auch wenn es ja auf eine andere Art und Weise war, logischerweise. Aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und ein Schockmoment am Anfang, wo man noch überhaupt nicht mit uns gerechnet hat. Wir haben gesehen, er hat wirklich sehr, sehr oft versucht zu fliehen von dieser ganzen CDM-Gemeinschaft, hat es nicht hinbekommen. Es gab 4 Versuche und es hat einfach nicht geklappt. Den 4. Versuch, ja, hat er sogar mit seiner Hand eingebüßt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut sie es hinbekommen haben, die CDM aufzubauen. Und trotzdem aber auch sehr viel zu zeigen. Die haben ja viele Zeitsprünge innen drin gemacht. Die haben dann gesehen, wie so die Zeit verstrichen ist mit seinen verschiedenen Ausbrüchen. Wie er sich nach und nach dann doch ein bisschen diesem System gefügt hat. Und es ist sehr gut gemacht. Wir haben gesehen, wie Terry O'Quinn als Beagle mit dabei war. Sehr, sehr cooler Charakter. Nur ein Nebencharakter. Und ich hoffe, er bekommt auch ein bisschen mehr Screentime. Ich hoffe mal, er wird auch ein bisschen wichtiger. Weil immerhin ist er der Chef von dieser krassen Einrichtung. Also an sich ist diese Einrichtung ja noch 1000-mal gefährlicher als das Commonwealth. Im Commonwealth leben halt sehr, sehr viele Menschen und es ist eine riesen Gemeinschaft und so, klar, auch gut gesichert, keine Frage. Aber CRM ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. Dort leben wahrscheinlich nicht so viele Leute, aber sehr, sehr viel gefährlichere Leute. Dort sind die sehr viel gnadenloser und daher ist es auf jeden Fall nochmal eine ganze Schippe krasser. Und was ich auch richtig gut fand, war, dass sie eben diese ganzen Verbindungen gezeigt haben zu den anderen Spin-Off-Serien. Wir haben kurz gesehen, wie es im Staffel-11-Finale war, dass es sein 3. Ausbruchversuch war. Wir haben gesehen, wie Omaha zerstört wurde und wie darüber berichtet wurde. Heißt, Beyond wurde eben auch mal thematisiert. Bedeutet auch, die Ereignisse, die da passiert sind, wirklich kurz vor dem Beginn von dem hier. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Und ja, das ist cool, dass man einfach einordnen kann, wo was genau war. Und ja, auch die ganz anderen Charaktere waren wirklich richtig, richtig cool. Die haben es sehr, sehr gut aufgebaut. Ich finde generell, dass sie da eine sehr, sehr gute Art und Weise eingebaut haben, das Ganze zu erklären. Dass Rick Grimes im Prinzip die ganze Zeit im Hintergrund diese Briefe schreibt und gleichzeitig eben zu sehen ist, was da genau innerhalb der ganzen paar Jahre passiert ist, wie er seine Ansicht auch nach und nach weiterentwickeln musste, weil es einfach kein Zurück mehr gab. Es ging einfach nicht anders. Wir haben dann gesehen, er arbeitet mit Pearl Thorn zusammen. Die beiden sollten in dem Fall zu den neuen, ja, Abteilungsleitern, sag ich mal, zu neuen Gruppenführern ausgebildet werden, weil die beiden halt wirklich extrem krasse A's sind, die eigentlich nicht akzeptiert werden, weil die ja eher B's brauchen, die sich fügen. Aber hier hat Okafor tatsächlich doch einiges mehr gesehen als andere. Er wollte auf jeden Fall dabei haben, egal was passiert ist, auch nach der Hand, die sich Rick Grimes abgesägt hat. Wirklich, 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 wirklich sehr, sehr krass. Und am Ende absoluter Schocker. Ich konnte es nicht glauben, was da passiert ist. Also, da fliegen dann Rick Grimes und Okafor und noch ein paar andere Leute in diesem Helikopter zum nächsten Einsatz. Und Rick erzählt diese Geschichte von seiner Kindheit. War auch sehr, sehr cool. Und auf einen Schlag wird dieser Hubschrauber angegriffen und wir sehen nur in The Boys-Manier, wie Okafor zerfetzt wird. Der Helikopter stürzt ab und dann sehen wir tatsächlich, es war Michonne, der die angegriffen hat.
Und Michonne und Rick Grimes sehen sich, können es nicht glauben und die Folge ist fertig. Ich bin wirklich so hart überzeugt, so geil gemacht und ich weiß jetzt schon, ich werde mich so hart darüber aufregen, dass es nur 6 Folgen sind, weil jetzt will ich davon schon 20 Folgen sehen. Ich will noch mehr Folgen sehen. Wenn davon keine zweite Staffel kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Weil das ist wirklich geil. Sie haben so viel Marketing da reingepackt. Sie haben so viel Geld ausgegeben für die ganzen Werbung. Wirklich, für verschiedenste Sachen. Wir haben ja gesehen, was da alles mit dabei war. Und wir sehen auch, warum. Die wollten wirklich Rick Grimes und Michonne diese beiden Charaktere richtig nach oben pushen. Noch mehr als bei den anderen, logischerweise. Weil die beiden, die haben das Potenzial, wirklich krass abzugehen. Weil die wissen natürlich ganz genau, diese ganzen Zuschauer, die nach dem angeblichen Tod oder dem Weggang von Rick Grimes auch von der Hauptserie weggegangen sind und nicht weitergeschaut haben, die schalten natürlich jetzt wieder ein, weil die wissen wollen, was damals genau passiert ist. Die wissen, jetzt haben sie rein theoretisch richtig, richtig krasse Zuschauerzahlen und wollen es natürlich noch weiter nach oben pushen. Ich bin so gehypt, ich glaube, hört es auch auf jeden Fall an der Stimme. Und ja, jetzt müssen wir warten, was in Folge 2 passiert. Natürlich werden wir jetzt mal die ganze Backstory in Anführungszeichen von Michonne sehen. Wir haben ja gesehen, ihre letzte Szene war, als sie King Bach tatsächlich gefunden hat mit dieser Frau. Und die sind dann mit dieser Art Horde von Menschen da rumgereist. Das war die letzte Szene mit Michonne in Staffel 10. Und jetzt werden wir in dem Fall sehen, was genau danach passiert ist. Von dem Zeitpunkt an bis jetzt, was hat sie genau gemacht und wie ist sie dann in dem Fall zu diesem Helikopter gekommen, um den dann anzugreifen? Ich bin da ebenfalls super gespannt. Auch wie sie dann danach weiter fortfahren werden, weil Folge 1 war jetzt absolut 100% Rick. Die zweite Folge wird absolut 100% nicht nur Michonne sein. Wie es danach weitergehen wird, das wird sehr spannend, weil jetzt haben sie sich ja getroffen. Bedeutet, in den nächsten Folgen können die ja nicht wieder nur abwechselnd einen dieser beiden Charaktere dranbringen. Weil die haben ja dann schon alles gezeigt, von Anfang bis Ende. Heißt, ab Folge 3 werden die beiden wieder zusammen interagieren. Und ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, was sie jetzt genau machen werden. Werden sie CRM wirklich irgendwie angreifen? Werden sie versuchen, nach Hause zu kommen und CRM verfolgt sie? Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall, wie es da weitergehen könnte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was schätzt ihr? Wie könnte es jetzt genau weitergehen in den nächsten Folgen, nach der zweiten Folge logischerweise? Und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin super, super überrascht. Was ich auch sehr cool fand, war, als Okafa gestanden hat, dass er Atlanta und auch Los Angeles zerstört hat. Und man kurz diese Szenen gesehen hat von The Walking Dead in dem Fall Staffel 1 oder Staffel 2 und in dem Fall auch 4 The Walking Dead Staffel 2. Das war sehr, sehr cool. Einfach so eine kleine Connection. Man verbindet so ein paar verschiedene Punkte. Okay, das war da und da. Okay, deshalb und deshalb. Okay. Ich mag was sehr und ich finde, die machen das hier richtig gut. Ansonsten ist es maximal so eine Erwähnung zu einer anderen Serie oder zu einem anderen Event in einer anderen Serie. Und hier haben sie viele verschiedene kleinere Sachen verbunden. Einfach, dass der Zuschauer alles im Kopf verbinden kann. Und ich mag sowas. Ich mag sowas sehr. Ich finde, die haben da gute Arbeit geleistet. Richtig, richtig gute erste Episode. Ich bin todesgehypt und ich kann mir wirklich noch nicht ganz vorstellen, wie sie jetzt hier fortfahren werden. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein und ich hoffe, wir können auf jeden Fall viel diskutieren. Auf diesem Kanal wird es auf jeden Fall jetzt wieder einige The Walking Dead Videos geben, weil der Hype ist real auf jeden Fall, meine lieben Leute. Und nach The One to Live werden wir dieses Jahr auch noch Daryl Dixon Staffel 2 erhalten, was ich auch sehr, sehr befürworten werde. Und ab April starten auch die Dreharbeiten für Dead City Staffel 2. Werden wir nicht mehr dieses Jahr mitbekommen, aber daher werden wahrscheinlich die zweite Staffel von Dead City ab Februar oder März nächsten Jahres gezeigt bekommen. Kann auf jeden Fall nur gut werden. Daryl Dixon hat auch schon die dritte Staffel bestätigt bekommen. Hier bei The Ones Who Live ist natürlich die Frage, wird es eine zweite Staffel geben? Weil ursprünglich wurde natürlich gesagt, es sollte nur eine Staffel werden. Es ist auch ein 6-Episoden-Event. Gleichzeitig wurde aber auch von Scott Gimple gesagt, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aktuell ist nur das geplant. Und egal, wie Staffel 1 endet, irgendwie könnte man Staffel 2 weitermachen. Deshalb schätze ich mal, Rick Grimes wird nicht sterben, weil immerhin ist er einer von denen, die lebt. Das war's mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, was eure Meinungen sind. Und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird und The Ones Who Live weitergeht.